Ist schon schön, dass ich anmoderiert habe. Aber zum Glück habe ich gesehen, dass die Aufnahme gar nicht gelaufen ist. Sonst ja wäre die ganze Folge überhaupt nicht existent auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Rogue. In der letzten Folge haben wir, ich denke mal, somit die letzte Sequenz vom guten Shay Patrick Cormack abgeschlossen. Wir haben nämlich den Tempel der Vorläufer gefunden haben. Ja gut, Liam nicht ganz aufhalten können, weil es gab ein kleines Gerangel und da hat er natürlich dieses sehr, wie heißt's, diesen Kern ja von dem Podest gestoßen und dann gab es ein kleines Erdbeben und ja, im Endeffekt ist Liam O'Brien nun tot. Er ist bei Hope Jensen, beim Chevalier, beim Kili Gowasi und bei dem anderen, den wir gleich am Anfang getötet haben, dessen Namen ich vergessen habe, war das vielleicht der Chevalier? Kann das sein? Und ich habe die beiden immer vertauscht. Egal, die sind tot. Die sind sowieso nicht mehr relevant für uns. Und haben ja dann die Shay-Geschichte hochgeladen, hatten keine Audio, was super duper ist. Ubisoft, vielen Dank dafür, dass ihr diesen Moment verkackt habt. Und ja, in der heutigen Folge werden wir uns hier fleißig weiter durchhacken, werden Tablets einsammeln, weil können wir hier auch alles zeigen und wir haben ja noch die Kriegsschiffe bei uns auf der To-Do-Liste. Die wir auch noch machen dürfen. Also ich. Oh nein! Nein! Och, Kollegen. Boah, die gehen mir gerade richtig auf den Senkel. Wie kann man denn so ein... Ich meine, es ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Aber... mich schon voll auf die Ketten. Aber ich habe ja nur das Blaue. Jetzt. Halleluja. Wie gesagt, wenn es teilweise so lange dauert, dann... Oh, ja, gut, ich muss es nochmal neu starten. Oh, das ist doch nervig. Wie kann man denn sowas programmieren? Okay, einen Augenblick, ich bin jetzt hier gleich wieder da. Ich muss nochmal kurz neu starten. So. Oh nein, sag nicht. Oh, sag jetzt nicht, ich muss das jetzt nochmal machen. Ey, dann rast dich aus. Dann rast dich aus. Wo war das denn? Duncan Walpole, okay. Duncan Walpole erklomm die Rangleiter und wurde Meisterassassine. Aber er wurde von einer Bruderschaft ausgebremst, die ihn über das Meer in die Karibik schickte, statt einen Weg zu finden, sein Potenzial zu nutzen. Dort angekommen machte Duncan Laureano Torres, den ehemaligen Gouverneur von Kuba und Großmeister der Templer, auf sich aufmerksam. In ihrem Briefwechsel bot Torres einen weniger blutigen Weg zur Erreichung der gemeinsamen Ziele an.
durch Benutzung der Vorläufer-Artefakte als Überwachungssystem, statt für die Morde und Intrigen der Bruderschaft. Leider wurde Duncan von Piraten ermordet, bevor die Templer ihm helfen konnten, sein Potenzial zu entfalten. Obwohl Duncans Geschichte kein glückliches Ende fand, zeigt sie deutlich, dass das höchste Ziel der Templer Frieden und Ordnung, persönlichen Erfolg und Leistung nicht ausschließen. Schön. Warte mal, haben wir... Nee, schade. Ich habe gedacht, wir können vielleicht uns das mal anschauen mit Jay. Aber... Leider nicht. Was habe ich denn überhaupt für Nachrichten? Einsatz. Und ja, ich bin auch ein Templer. Schon seit Jahren. Wow. Wie gesagt, das war mir eigentlich schon von Anfang an klar. Ach ja. Also das mit der fehlenden Audio nervt mich richtig. Weil es einfach nur sinnlos ist. So, Bunker. So. Genau, den haben wir gehackt. Haben wir die noch? Und wie gesagt, wenn das doch so lange dauern sollte mit dem ganzen Kern hier, dann... So, wir hatten hier, haben alle, warte mal, ich muss. Verdammt. Jetzt. Ich habe jetzt mal mit meinem Gehirn gearbeitet. Deswegen war das jetzt auch so schnell. Sean Hastings war Universitätsprofessor mit dem Hobby, Abstergo-Geheimnisse durchzustechen. Seine Ermordung durch Abstergo stand kurz bevor, als er von Rebecca Crane, einer Assassinen-Hackerin, ich dachte jetzt schon, ich hätte was verpasst. Seither ist das Paar unzertrennlich und leistet den Assassinen-Einsatzkräften technische Unterstützung. Hastings und Crane haben Abstergo Entertainment Montreal Ende 2013 infiltriert und waren für den Diebstahl von Verschlusssachen verantwortlich. Es ist unklar, ob sie den Virus übertragen haben, der den Helix-Servern gerade zusetzt, oder ob sie nur die Tür für andere Hacker offen gelassen haben. Rebecca Cranes Können sollte nicht unterschätzt werden. Sie baute den Animus 2.0, eine Assassinen-Version von Vidics Originalmaschine. Sie scheint auch hauptverantwortlich für die Einrichtung eines neuen, sichereren Assassinen-Netzwerks zu sein. Wie es scheint, sind Crane und Hastings in der Bruderschaft befördert worden. Es gibt Gerüchte, dass sie jetzt eine Art Hacker-Kollektiv namens die Eingeweihten betreiben und versuchen, sie auf die Assassinen-Seite zu ziehen. Interessant, interessant, was sie so in meiner Abwesenheit gemacht haben. Oder machen. So, 15 von 20. Ich muss noch 5-mal dieses wundervolle Spiel spielen. Dann haben wir es geschafft. So, ist es Antikosti? Ich glaube, es ist Antikosti. So, der ist hier zu. So. Mal den noch. Der ist auch aus. Pizza, boah, jetzt habe ich voll Bock auf Pizza. Oh, Tablet.
An Evan Dean von Melanie LeMay, 29. September 2014, betreff Verschwörungen. Hi Evan, ich wollte unsere Programmgestaltung etwas diversifizieren und uns ein fettes Stück vom Randgruppenkuchen als Kundenstamm sichern. Mit dem Ziel vor Augen habe ich mir gedacht, eine Serie über verrückten Verschwörungskram könnte genau dein Ding sein. Ein paar Themenvorschläge. Hermetika, die untergegangene Zivilisation von Lemuria, Wunder in der Bibel, planetares Bewusstsein, die Singularität. Ich wüsste gern, ob ihr ein paar Promis dazu bringen könnt, den Erzähler zu machen. Oberflächlich betrachtet würden sie wahrscheinlich alle vor den Themen zurückscheuen, aber ich wette, wenn wir in das Skript häppchenweise und ungeordnet vorsetzen, könnten wir ihn ganz leicht vorgaukeln, dass sie in einer richtigen Wissenschaftsdoku teilnehmen. Tupp dich aus, Melanie LeMay. 14 von 20. Immer noch 6 Tablets, die irgendwo rumgeistern. Also hier waren wir. Genau, hier waren wir auch. Hier, hier, hier. Okay, da können wir jetzt raus. So, hier waren wir. Da müssen wir... Nee, hier müssen wir hin. Nein, ist ein Error. Gut, vielleicht kommen wir ja dann dorthin, wenn wir das Glück. Das Gefühl von Chase Daten bleibt noch zu erkunden. Ein kleiner Abstecher, aber Sie sollten es sehen. Ja, ich weiß, ich weiß. Nee, wir gehen aber erstmal ins Foyer, weil da haben wir, glaube ich, auch noch zwei Computer, die wir hacken können. Hallo. Warte mal, hier sind wir schon gewesen, nicht? Ja, okay. Der steht noch davor. Hier unten müssen wir jetzt noch zwei haben. Genau, aber dann 17. Kein Tablet. Jetzt? Nein. Scheiße. Okay. Oh, das war einfach. Ich möchte gerne die letzten 5 von den Rätseln genauso haben, bitte. Versprengten auf der Flucht. Gut. Weiter zu Stufe 2. An alles ist soweit. Stufe 2 ist ein Go. Wiederhole, Stufe 2 ist ein Go. Öffnet diese Türen. 3, 2. Adriano Maestranzi. Ich will sie holen. Was hat er da? Vittoria Aldi Assassini. Bombe! Berg? Sigma-Team? Florenz geht den Bach hinunter. PvP Deathmatches? Was? Nein. Nein. Es ist ein wunderschönes, rundenbasiertes Rollen. An Jean-François Brunet von Melanie LeMay, 4. August 2014, betreff Robert Desable. Wir kommen langsam Bedenken hinsichtlich eines Features über Robert Desable. Er war zwar ein großer Anführer, aber ich weiß einfach nicht, was so besonders an einem Ritter ist, der an den Kreuzzügen teilgenommen und dabei das Leben verloren hat. Ich frage mich, ob wir ihn einstweilen auf Eis legen und uns auf Madeleine Delille konzentrieren sollten. Eine erfolgreiche Geschäftsfrau im präkolonialen Louisiana hat mir von einer Wohlfühl-Erfolgsgeschichte. Melanie LeMay. Warte mal.
Der fehlt jetzt noch, nicht? Der ist hier. Ha! Schön. Dies ist eine dringliche Mitteilung an alle Sigma-Teamkräfte. Assassinen haben ein Artefakt aus unseren Lageranlagen in Rotterdam gestohlen. Sammelpunkt ist 51.887107 um 4.559017. Seid dort um 0600 Lokalzeit. Nachzügler sterben, also Beeilung. Hör zu, Loser. Es gibt zwei bestätigte Assassinen, die in der Stadt agieren. Ziel Nummer 1 ist Harlan Cunningham, der einzige Überlebende einer Zelle aus Florenz, die unser Anführer vor ein paar Jahren ausgeschaltet hat. Er hat die Schatulle gestohlen und ist auf der Flucht. Ziel Nummer 2 wurde als Aaron Shute identifiziert. Früherer MMA-Champion und jetzt Cunninghams Schüler und Geliebter. Wie romantisch. Er betreibt Störmanöver, ermordet unsere Templer-Agenten in den Abstergo-Anlagen in der ganzen Stadt. Sorkin, nimm das Sigma-Team und hol dir Shute. Ich kümmere mich um Cunningham und hol mir das Artefakt. Es gefällt mir nicht, dass Sie alleine gehen, Boss. Ich möchte das persönlich erledigen. Sigma-Team, bleibt die ganze Zeit in Kontakt mit Violett. Ihr habt eure Befehle. Sorge, du Vollpfosten. Doch nicht Mann gegen Mann. Zieh deinen Mann zurück. Komm, hol dir was. Er hat meine Waffe. Sniper One, kannst du schießen? Negativ, er nimmt Sorkin als Schild. Er macht uns fertig, jetzt schieß schon! Sorkin getroffen. Er wirft Rauchbomben, Sichtkontakt verloren. Er ist weg! Unser Stichwort. Hebt eure Ärsche und dann ab zum Abholpunkt. Beeilung! Jetzt! Jetzt töte mich doch endlich! Ich habe von dir geträumt. Wie süß, aber ich bin vergeben. In meinem Traum hast du Florenz nicht lebend verlassen. Was soll ich sagen? Ich bin zu stur zum Sterben. Hallo, Süßer! Herr Keller! Wir dürfen die Schatulle nicht zurücklassen. Scheiß drauf. Das halbe Sigma-Team ist tot. Wir sollten jetzt abhauen. Sehen uns in deinen Träumen, Berg. Was für eine Scheißshow. Sammle die relevanten Teile aus unseren Audiologs und schick sie an Letizia England. Sag ihr, dass sie uns genau deswegen Assassinen jagen lassen soll. Ach ja. So, damit haben wir hier die beiden jetzt. Ich glaube, hier hatten wir dann keine mehr. Es waren ja die Toiletten, genau. Gehen wir jetzt nochmal hoch zu uns. Und ich glaube, im zweiten Stock, dort wo das Büro von Melanie LeMay ist, müsste reicht euch nichts mehr sein. Aber wenn, schauen wir uns das dann nochmal an. Ich muss sagen, ich habe so diesen Aspekt so ein bisschen in Abstergos, also hier Archiven rumzuwühlen, schon ein kleines bisschen vermisst in Unity. Kann sein, dass vielleicht die einzige oder einige der wenigen mit bin, die sich für solche Sachen interessiert, aber ich finde das immer so mega interessant. So, Stufe 3 haben wir hier. So. Ey, die kommen mit Skateboard auf Arbeit, wie sieht's denn hier aus? So, der ist hier, ne? Ja, schön.
Feldbericht. Phoenix-Projekt. 1. November 2013. Agent Da Costa informierte mich über eine Spur zum Koh-i-Noor-Diamanten. Eine Replik befindet sich unter den englischen Kronjuwelen. Der echte Diamant ist eines der mächtigsten Edenstücke und seit Jahrhunderten verschollen. Yod Sora ist Programmierer bei Mysortech, einer Firma, die mit Abstergo Entertainment zusammenarbeitet, um eine Variante des Animus-Headsets namens Brahman-Gerät nach Asien zu liefern. Er arbeitet mit Shoban Dami, der Schwester des bekannten Assassinen Jadzib Dami. Könnte die Bruderschaft das Brahman-Gerät benutzen, um Koh-i-Noor zu finden? Bis wir mehr Beweise haben, will ich eine lokale Abstergo-Eingreiftruppe benutzen, statt das Sigma-Team zu mobilisieren. Update, 3. November 2013. Yod Sora wurde vor den Dreamland Studios in Mumbai entführt. Er wurde von Shoban und Jadzib Dami in einen Van gesperrt. Das bestätigt meinen Verdacht. Die Assassinen benutzen Yod Suras genetische Erinnerung, um Koh-i-Noor zu finden. Ich habe die lokalen Abstergo-Soldaten autorisiert, die Assassinen zu eliminieren. Mit der Anweisung, dass das Brahman-Gerät intakt bleiben muss. Ich bin auf dem Weg nach Indien. Update, 4. November 2013. Bin zu spät in Indien angekommen. Unser Einsatzteam bekämpft die Assassinen an zwei Fronten. Die Leiche von Shoban Dami wurde an der ersten Stätte gefunden. Aber ihre Überreste waren zu verstümmelt, um genetische Informationen sammeln zu können. Ich fand das Brahman-Gerät an der zweiten Stätte. Aber nach der Durchsicht der darin gespeicherten Erinnerungen bin ich erleichtert, dass Yod Suras Blutlinie eine Sackgasse ist. Der echte Koh-i-Noor-Diamant bleibt für beide Seiten verloren. Jadzib Dami ist entkommen. Das heißt, wir müssen die neuen Assassinenaktivitäten in Indien genau überwachen. Ich schließe die Datei und wende mich der nächsten Mission zu. Oh mein Gott, ist interessant zu wissen. Wir haben nur noch zwei Laptops, um die wir uns kümmern dürfen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Aber wir brauchen halt auch noch einige Tablets, nicht? Das ist halt das, ne? Wir haben ja schon fast alles abgesucht. Einzelheiten über Harlan T. Cunninghams Leben waren schwer zu bekommen, da viele Spuren seiner Identität vor seinen Assassinenzeiten von Gavin Banks gelöscht worden sind. Wir verdanken es nur Agentin Da Costas bemerkenswerten Fähigkeiten, dass wir dieses Profil erstellen konnten. Cunningham hat sich in der Highschool als schwul geoutet, was seine vielversprechende Wrestler-Karriere zerstört hat. Er verließ Texas umgehend und floh nach Europa. Cunningham wurde von der Bruderschaft in Florenz unter Leitung des Assassinen-Veteranen Adriano Maestranzi rekrutiert. Das Sigma-Team griff das Florenz-Versteck 2012 an, aber Maestranzi zündete eine Bombe. Drei Assassinen wurden vor der Explosion getötet, aber das Sigma-Team wurde durch sie vernichtet. Cunningham und ich haben als Einzige überlebt. Cunningham wurde zuletzt in Rotterdam gesehen, zusammen mit Aaron Schut, einem ehemaligen Martial-Arts-Champion, der auch einen Karriereknick erlitt, als seine Homosexualität herauskam. Es ist klar, dass Cunningham Schut in die Wege der Bruderschaft eingeführt hat. Obwohl er sehr stark und extrem gefährlich ist, ist Schut eine schlechte Wahl als Assassine. Er kann sich nicht zurückhalten und wird die Bruderschaft gefährden, ganz ungewollt. Kürzlich hat Cunningham einen Edensplitter aus einer Abstergo-Anlage in Rotterdam gestohlen. Während der Operation sollte Shoot Abstergo-Angestellte in der ganzen Stadt angreifen, um die Aufmerksamkeit von seinem Mentor abzulenken. Obwohl das Sigma-Team den Gegenstand erhielt, konnten Cunningham und Shoot entkommen. Ich lasse es nicht zu, dass Cunningham ein drittes Mal entkommt. Alle guten Dinge sind drei. Berg.
Ach, ich habe noch ein Tablet. An Jennifer Tam von Melanie LeMay, Datum 17. September 2014, Betreff Animus Kampfsport. Hey du, weißt du noch, als du gesagt hast, du wolltest MMA-Veranstaltungen durch ein Animus sehen? Byram, tatsächlich hast du gesagt, ich will einen Platz direkt am Käfig haben, damit ich in ihrem Männerschweiß baden kann. Tja, ich habe mir die Idee zu Herzen genommen und wir arbeiten gerade mit unserem Partner von Mysore Tech in Indien an der Konvertierung traditioneller Unterhaltung in virtuellen Features. Wir werden Konzerte und historischen Tourismus machen, aber ich habe dafür gesorgt, dass wir auch Kampfsport kriegen. Speziell für dich, meine Liebe. Wir machen eine Serie, die Best of Tornado de Combat heißen wird. Das ist Brasiliens größtes Ding auf dem Sektor. Der Geschäftsführer hat etwas das Arschloch raushängen lassen. Also der Name sehr gut. Einiges Gewicht, das hat uns definitiv geholfen. In Folge 1 treten Camper wie Guilherme Venancio, Arnett Schutt und Luis Otavio Duris auf. Mir sagt das nichts, aber dich bringt es hoffentlich auf Touren. Melanie LeMay. Naja, die Frauen hier wieder. Sonst haben wir keine Tablets mehr, nicht? So, hier war der Skaterboy. Oder Skatergirl. Nee, okay. Hier hatten wir auch nichts mehr, ne? Keine andere Tür. Also Morrigan ist schon wirklich ein schönes Schiff. Darf ich nicht rein? Ja, ja, ich bin ja schon weg, mein Freund. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Naja, heul noch lauter rum. Die Toiletten wieder. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Das Katastrophengebiet. Ja. Hier waren wir. Ach nee, hier waren wir noch nicht. An Philippe Chaudron von Melanie LeMay, Datum 1. September 2014, Betreff Fiora Cavazza. Hi Philippe, du erhältst gerade tolle Daten über Fiora Cavazza, aber ich schalte mich lieber gleich ein und sage, dass ich nicht so viel Gewicht auf ihre Anfänge als Cortisane in der Rosa in Fiora legen will. Vielmehr will ich mich auf die Intrigen und Spannungen zur Zeit des Verrats an ihrer Bande konzentrieren. Ich kann gar nicht genug betonen, wie viel mir daran liegt, dass Fiora nicht als übermäßig sexualisiertes Objekt wahrgenommen wird, sondern vielmehr als raffinierte Spionin, die schwierige Entscheidungen treffen muss, um lebensbedrohliche Hindernisse zu überwinden. Ich werde dir da ziemlich auf den Zehen stehen, also vermeide jede Geschmackslosigkeit. Ich glaube an dich, Melanie LeMay. Stimmt, es gab irgendwie irgendwo mal ein Verrat. Weiß ich, ob es ein Brotherhood? Nee, doch, ich glaube, das war ein Brotherhood, oder? Ah, oh, Edward Kenbay, oder? Oh Gott, die armen Kaffeeflecken. Sieht ja cool aus. Bestimmt auch wieder irgend so ein Easter Egg. So. The last one. Schön! So kann es auch funktionieren. Ja, und? Warum musste Violetta Costa aus dem Sigma-Team? Ich teile unsere Kräfte neu ein, damit sie übereinstimmen mit den Zielen des Phoenix-Projekts. Das Phoenix-Projekt? Das Sigma-Team würde besser die restlichen Assassinen jagen.
Schick das Delta-Team stattdessen zu den Vorläuferrelikten. Die Relikte dienen der Sequenzierung der ersten Zivilisation DNA. Ist dieses Ziel erreicht, sind die Assassinen eine noch weit geringere Gefahr als jetzt. Sei es wie es ist. Agent Da Costa sollte nicht für etwas wie Abstergo Entertainment verheizt werden. Das Fiasko mit dem Sample 17 Projekt letztes Jahr zeigt, dass Abstergo mehr ist als eine austauschbare Filiale. Es ist bestens geeignet für die Suche nach neuen Edensplittern. Es ist ein schwaches Glied, das von unseren Gegnern immer und immer wieder gefährdet wurde. Umso wichtiger ist es, dass Da Costa ihren Zugang zu den Cloud-Servern sichert. Wir sind überzeugt, dass Melanie Lemay es nicht so versaut wie Olivier Garnot. Einen Zivilisten in unsere Reihen zu holen, ist ebenfalls unklug. Das wird sich noch rausstellen. Aber Miss Lemay hat die John Standish-Affäre mit ruhiger Hand gemeistert. Sie half uns, die Existenz von Waisen zu entdecken und hat dabei mehr für Phoenix getan als Sie, Mr. Burke. Sie ignoriert auch die Anwesenheit der Instrumente des ersten Willens innerhalb ihrer Operation. Diese Kackjobs sind aber vorerst nützlich für uns. Sie bringen uns Relikte, die wir brauchen. Wenn sie zu problematisch werden, kümmern wir uns auf dieselbe Weise darum wie um die Assassinen. Den Assassinen Zeit zum Sammeln zu geben, ist ein taktischer Fehler. Wir sollten jetzt zuschlagen, da sie am verwundbarsten sind. Wir schätzen Ihre Hingabe und Erfahrung, Mr. Burke. Ihre Einwände wurden notiert. Jetzt packen Sie ein. Sie haben viel Arbeit vor sich. Alter Falter, ist sie unsympathisch. Das ist eine richtige Krücke. So. Aber wir haben ja anscheinend doch keine Tablets mehr. Gehen wir nochmal ganz schnell hoch. Ansonsten würde ich einfach dann nochmal gucken, wo wir die finden. Würde ich einfach in der nächsten Folge zu Anbeginn die ganzen Sachen schön vorlesen, wie wir es mal bisher getan haben. Aber warte mal. Und hier waren wir auch schon, ne? Ja, hier lag ja auch kein Tablet drum. Schade. Gut, dann gehen wir nochmal ganz schnell hoch. Guck mal, da steht die Alte. Ich bin ein Templer. Ja, schön. Und? Ich möchte einfach nur meine Arbeit machen, nach Hause gehen und dann erstmal Urlaub nehmen. Zählt eigentlich das Fahrstuhlfahren auch zur Arbeitszeit? Weil vom 2. bis 15. Stock scheint es ja schon einige Minuten zu dauern. Trotzdem. Abstergo hat nicht viel in die Statuen investiert. Vor den kalten Wintern in Montreal hat man uns gewarnt. Nicht vor den scheußlichen Sommern hier. Können wir hier raus? Ja. Boah. Wie kalt. Guck mal, hier lässt man auch einfach ein Tablet liegen. Ich glaub's nicht. An Jean-François Brunet von Melanie Lemay, Datum 21. Juli 2014, betreff Haven Kenway. Nur kurz zu deiner Info. Ich habe heute Morgen Rückmeldung aus der Redaktion erhalten. Die Story bleibt, wie sie ist, aber der Menütext für das Haven Kenway Feature sieht folgendermaßen aus. Glühender Patriot, gefeiter Gelehrter, liebender Vater, erleben Sie exklusiv auf Helix Aufstieg und Märtyrertod eines der am wenigsten bekannten Helden der amerikanischen Revolution, exklusiv auf Helix. Ich finde, das passt perfekt zu deinem Titelvorschlag, der einsame Adler. Haven wird ein breites Publikum ansprechen und seine Geschichte wird den Leuten aber sowas von heftige Feelings bescheren, wie die Internetkids das nennen. Mein Gott, ich bin schon furchtbar alt, oder? Melanie Lemay. Ja, ja, wenn man die jetzige Jugendsprache hört und denkt sich nur, oh mein Gott, ich bin alt. Weil man überhaupt gar nicht mehr damit anfangen kann oder nicht weiß, was die Kiddies von einem wollen. Leuchtet aber komisch, oder? Jetzt gehen wir nochmal hier hin und wie gesagt, ansonsten würde ich dann einfach nochmal hier ein bisschen rumstöbern. Und hole euch dazu. Wenn ich die Tablets gefunden habe. Hatten sie ja gebaut gehabt, genau. Ich hab Hunger. Na, dann geh essen. Nein, ich komm nicht hier rein.
Na gut, alles klar. Dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir noch uns die letzten drei Tablets anschauen. Und dann geht es wieder ab in Animus, um die letzte Erinnerung von Jay Patrick Cormick mitzuerleben. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.